Machen wir es einfach so. Und jetzt werden nochmal ordentlich Treppen wieder gecraftet, damit wir auch weiterkommen da oben am Haus. Ach, was mache ich denn hier? So. Und noch ein paar hinterher. Huch, egal. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, da war jetzt ein bisschen Verkehr. Ist ja auch egal. So. Und ja, wie gesagt, schreibt bitte wirklich mal in die Kommentare, wie euch das jetzt so gefällt. Dieses Zeitreisen-Let's Play hier. Und ob das eine gute Idee wäre, immer wenn ich im Urlaub bin, wo ich absolut keine Zeit habe zum Aufnehmen, dass ich dann da halt das hier bringe. Bitte schreibt das mir mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und hier kann man auch noch die Leitern benutzen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ach, geht das wegen der Treppe nicht? Da muss es aber so funktionieren. So können wir rauf. Hier kann man noch die Leitern. Den Leitern-Bug gibt's hier noch. Und hier spawnen, jetzt spawnen die ganzen Viecher hier wieder. Und das wird da jetzt erst dunkel. Ich glaub's nicht. So. Jetzt geht's auch weiter hier mit den Treppen. Denn wir müssen jetzt mal weiterkommen. 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 Und ich glaube, das reicht jetzt aber auch an Treppen. Jetzt müssten wir eigentlich hier locker das Dach fertig kriegen. Denke ich mal. Denke ich mal. So. Und jetzt gucke ich hier auch nochmal nach, wie das denn hier aussieht. So. 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 Also das geht immer weiter und ich habe gar nicht. Ach doch, ich habe ans Holz gedacht. Ich dachte gerade, ich habe das ganze Holz schon verbraten hier. So, manchmal so. Boah, hier wieder überall Holz sind, wo Holz hin muss. Das kann man ja später alles ändern, wenn wir weiter sind in den Versionen. Und ja, nochmal für alle, die nicht wissen, was das Zeitreisen-Let's Play ist, bitte schaut euch mal die erste Folge von meinem Zeitreisen-Let's Play an, oder besser gesagt alle, toll, bin so doof, dann wisst ihr das. Und ja, genau, am Anfang habe ich auch noch gesagt, dass ich alle 15 Folgen die Version wechsle, aber das war dann doch ein bisschen viel, habe ich mir gedacht und habe es dann auf 10 runtergeschraubt, ich glaube, das war so. Und ja, wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht in der wievielten Folge, aber bald heißt es dann auch, wir werden in die nächste Beta-Version gehen. Die 1.0.1 oder irgendwie sowas, glaube ich, hat sich dann auch nicht viel getan, aber ich möchte ja wirklich richtig eine Zeitreise machen. Also, jetzt denkt bitte nicht, dass ich psychische Probleme habe, das geht ja doch schon. Aber halt so eine Zeitreise, ne? Ich meine, fällt hier einfach runter. Dass wir einfach mal so durch die ganzen Versionen reisen. Wie gesagt, ich habe mit der 1.2.5 Alpha angefangen oder 1.2.6 oder irgendwie sowas. Wie habe ich das gemacht? Genau, ich hatte keine noch ältere Version genommen, sondern ich habe jetzt einfach hiermit angefangen, weil stellt mir mal vor, ich nehme jetzt hier irgendwie die Inf-Dev oder so. Weil da hat man ja das Problemchen mit der Inf-Dev und dem ganzen Kram, dass es da noch keine richtigen Möglichkeiten gab. Und wenn man dann immer höher geht in den Versionen, hat man ja kaum irgendwie was auf der Map. Aber naja. Ach, jetzt habe ich hier wieder nicht drauf geachtet. Mensch, jetzt kann das nochmal. Die Viecher lauern hier, glaube ich, schon wieder alle. Hier könnten wir nochmal Fackeln aufstellen, nicht, dass sie auf dem Dach was spawnt. Achso, jetzt wollte ich schon wieder Dings hinsetzen. So. Zack. Und hier kommt dann auch nochmal. Schuppdiwupp. Und zack. Und zack. So, weiter geht's mit den Treppen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen scheiße, glaube ich, aus, aber was soll's. So. 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 Und so, und dann heißt es jetzt für uns, dass, ja, wie mache ich das jetzt? Das mache ich einfach so, zack, hoch, zack. Scheiße, so wollte ich das nicht machen. Ach, jetzt baut sich das Holz hier wieder schneller ab. Ist ja auch komisch, da ist ein Skelett. Soll ich vielleicht mal gegen Monster kämpfen einfach mal? Ich habe irgendwie gar keinen Bock da drauf, aber ich meine, gehört ja auch dazu, ist ja Minecraft. So, wie machen wir das jetzt hier? Soll ich jetzt hier einfach nochmal, ich zimmere hier einfach ein bisschen, nee, ich zimmere hier Slabs drauf, genau, so mache ich das. Ich kann noch Slabs craften und dann mache ich die hier einfach auf. Also so Stufen. Da muss ich mal ganz kurz sehen, dass ich mir eben eine Werkbank hinbaue. Workbench auf dem Dach rauf und ab dafür. Zack, zack und zack. Ach, man kann auch gar keine Slabs craften. Oh. Ja, dann mache ich halt Steinslabs drauf. Es sieht dann zwar ein bisschen scheiße aus, aber was soll's. Rain oder wie auch immer man das nennt und so und bla bla bla. Blub, blub, blub. Werkbank wieder mitnehmen. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt hier drei Blöcke haben oder sechs. Ob wir drei oder mehr haben. Eins, zwei, drei, vier, siehst du, dann habe ich sechs gecraftet. Hier kann man jetzt noch Fackeln rausstellen. Ich weiß gar nicht, geht das hier drauf? Und der Mond geht ja auch schon wieder bald unter und ich habe voll die Rückenschmerzen. Ich muss mal ganz kurz sehen, wie lange ich aufnehme eigentlich. Oh wei, wir sind, glaube ich, jetzt schon wieder in der nächsten Folge. Mensch, das geht ja hier rucki zucki. Und in der Zeit kann ich mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz nach, wie das jetzt hier aussieht. So.
Ich brauche Fackeln. Wir brauchen Kohle. Wir müssen jetzt unbedingt bald in die Höhle gehen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Hier war das genau. Hier ist die Lücke, wo wir Leitern haben. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier genau machen wollen. Ich muss hier sehen, dass wir die ganzen Items wieder aufnehmen, bevor die alle verschwinden. Nicht, dass sich alles despawnt. Ich guck mal ganz kurz, wie sieht das jetzt aus? Nein! Ich wurde überfallen. Niederlage. Scheiße! Fuck, Alter. Jetzt habe ich die ganzen guten Soldaten verloren, die ich durch Robine gekriegt habe. Tut mir leid, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, aber ich habe gerade in Empire verloren. Und hab jetzt so teure Soldaten verloren. Ich könnte ausrasten. Ist auch egal. Ist jetzt nun mal so. Und ja. Was wollte ich machen? Ach so. Ja, Inventar schon wieder ein bisschen aufgeräumter. Soll ich gegen Monster kämpfen oder was soll ich jetzt machen? Wie sieht das eigentlich in unserem Keller aus? Ich hoffe, hier ist nichts gespawnt. Nö. Den müssen wir auch noch. Den baue ich jetzt, glaube ich, mal weiter, würde ich sagen. Während das hier schon Nacht ist und ich echt keinen Bock gerade auf Monster habe. Die werden wir natürlich auch noch bekämpfen hier. Die Monster. Aber das muss nicht jetzt sein. Jetzt ist die Schaufel im Arsch. Ich glaub's nicht. Und wieder Minecraft-Mucke, das freut mich doch sehr. Das freut mich sehr, die Minecraft-Mucke. So, dann crafte ich jetzt mal eben zack. Und. Huch. So, ich crafte jetzt einfach zwei Schaufeln. Weil die werden ja alle nicht lange reichen. Ich habe Ziegelsteine. Scheiße. Ich glaube, ich wollte aus den Ziegelsteinen Dach bauen. Schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ich das vielleicht wieder ändern soll oder ob ich das jetzt so lassen soll. Mensch, da vergisst ihr jetzt schon lang. Was? Ich meine, ich habe jetzt so lange kein Zeitreisen-Let's Play aufgenommen. Und jetzt vergesse ich hier echt die Hälfte oder sowas. Eisen! 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 Eisen in der Beta! Höhle! Habe ich das Eisen jetzt aufgenommen? Nee. Wow! Scheiße. Oh! Das wollte ich jetzt nicht. Nicht, dass ihr gleich ein Viech reinkommt, ey. Wow. Hier könnte eine Höhle sein. Da könnten wir mal rein, eigentlich. Würde, glaube ich, nicht schaden. Bauen wir das Eisen später ab. Ich muss aber unbedingt sehen, dass ich immer auf Kohle stoße. Alter, wir brauchen. Es wird doch wieder Tag, ne? Kann ich ja weiter Bäume fällen gehen, nochmal. Oder ich könnte mal gucken, wie das aussieht, wenn ich jetzt dann den. Ah ja, den Keller mal spiele, da habe ich gerade echt keinen Bock. Wenn ich jetzt einen Unterschlupf rein. Also wenn ich da jetzt wirklich einen Unterschlupf draus machen möchte, dann crafte ich jetzt schon mal die Materialien dafür. Und ich glaube, wir werden gleich auf den Creepy stoßen. Alter, ist aber noch voll verbuggt. Ich guckt euch das mal an. Soll das ein Creeper-Gesicht darstellen? WTF. Blöcke sind voll verbuggt. Hier guckt euch das mal an. Das sieht aus wie so eine Spinne oder was? Das sind, glaube ich, nur Bugs, oder? Wenn ich das jetzt wieder hinbaue. Hä? Das kann aber nur Bugs sein, das kann er nicht. Wieso sieht das jetzt so komisch aus hier? Habe ich doch nicht so gebaut, so ein Muster, oder? Das sind doch alles die gleichen Blöcke. Lol. Wird wohl ein Bug sein. Ich wollte irgendwas gerade. Ach ja. Eine Tür wollte ich schon mal craften, damit wir einen da haben für den Unterschlupf. Und dann wären Fackeln auch nicht schlecht, aber wie gesagt, die können wir noch nicht craften. Eine Werkbank habe ich dabei, das ist schon mal super. Und ja, den Rest, den kriegen wir eigentlich auch an Rohstoffen. Ich guck mal ganz kurz von oben vom Dach aus, wie das denn hier steht, einmal scharf. Mit den Monstern aussieht. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Hier sieht eigentlich soweit alles clean aus. Eigentlich. Ich frage mich, wieso sind die Creeper alle despawned? Wir hätten doch eben ganz viele Creeper gehabt. Lol. Na, wahrscheinlich gleich, wenn ich da runtergehe. Creepy, Alarm. Alarmi. Oh, Mensch. Liegt der einfach runter. Hallo, Schaf. Wolle haben wir keine dabei, ne? Die wäre sinnvoll, wenn wir dann auf die Beta 1.4 umsteigen, irgendwann mal. So, jetzt haben wir hier eine Wolle. Ach genau, da musste man die Schafe noch einmal schlagen, dann hat man Wolle bekommen. Das war geil. Das war echt geil. Das war richtig geil. Nehmen das Schwert nochmal in die Hand, weil man weiß ja nie, was hier noch an Viechern kommt. Du kommst mal schön mit. Und den Baum, den fäll ich auch nochmal. So, ein Setzlinge habe ich hier auch wieder schön, gemütlich und so. Zack, 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 zack. So. Ach so, ne, die Setzlinge kann ich in der Hand behalten. Ich meine, ich fäll hier nochmal ein paar Bäumchen. Da hinten geht's, glaube ich, noch in eine Höhle rein. In ein Höhlchen. In ein Höhlchen. Hier sind noch wieder ordentlich Schafe. Und jetzt haben wir genug Wolle für ein Haus später. Alter, ich liebe das gerade so die.
Boah, vorsichtig sein. So, die Schafe. Ach, hier war ich schon drin. Das gibt's doch nicht. Ich bin alle schon wieder erkundet. Wahrscheinlich war das alles im Peaceful-Modus. Peaceful-Modus. Schmeckt das Vieh mich hier einfach an. So, mehr Kühe sind hier, glaube ich, nicht. Warum ruckelt denn das hier schon wieder so? Guck mal auf die FPS. Das ist eigentlich alles... Alter. Verstehe ich nicht. Boah. Hast du mich gerade erschreckt? Erschrocken. Komm her. Scheiß Vieh. So, und dann nehme ich mir noch ein bisschen Wolle mit. Dann haben wir ordentlich Wolle und können uns dann ein Bett craften, sobald das möglich ist. Wir spielen ja, wie gesagt, noch in der Beta 1.0. Da kriegen das noch nicht. Ein paar Blümchen nehme ich auch mal mit. Wir könnten doch eigentlich... Gibt's schon Farbstoff? Nein, schade, schade. Dann können wir bald ein Schaf gelb färben. Und dann haben wir hier... Mich nämlich, ne? Ach, wieso habe ich keinen Skin? Lol. Gab's die da noch nicht in der Beta 1.0? Ach, da ist ein Creeper! Moment, ganz vorsichtig sein. Ich glaube, der hat uns schon gesehen. Ich wollte Bäume fällen gehen eigentlich. Gut, wir haben noch nicht... Es ist noch genug Zeit, aber ich... Alter, ich gehe jetzt zu dem Creeper und versuche den zu killen. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Hier konnte man ja noch nicht rennen. Ah! Nein, 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 tot. Und wir haben Sprengpulver, Mensch. Ist ja geil. So. Ja, jetzt fälle ich hier eben ein paar Bäume, dann versuche ich mich mal in den Unterschlupf reinzubuddeln. Da sind aber noch Kühe, die muss ich nochmal eben mitnehmen. Wir brauchen noch ordentlich Leder, Mensch. Hier, Kühe. Kommt her, alle. Kommt alle her, Kühe. Kommt alle her. Ich brauche noch Leder. Sag mal, droppen die kein Leder? Jetzt. Toll. Naja, dann würde ich mal sagen... Oh. Geht's in der Höhle? Nee. Ach, jetzt müssen wir den Kühen auch scheißegal. Ich fähre jetzt hier nochmal eben ein paar Bäume, damit wir hier auch weiterkommen mal langsam. Und ich glaube, langsam beendet dann auch mal die Aufnahme. Wäre dann, glaube ich, auch mal sinnvoll. Weil ich schwitze mich hier schon gar wieder tot. Immer wenn ich Let's Play, schwitze ich. Ich verstehe das nicht. Wenn ich sonst normal zocke, nicht. Aber wenn ich Let's Play, schwitze ich. Ich verstehe es nicht. Und nicht, dass hier gleich die ganze Bude stinkt oder so. Ey, Git. Git. Alter, das ruckelt schon wieder wie Sau. Muss ich nicht verstehen. Sind wohl so Beta-Fehler noch. Und ja. Ach, Axt ist kaputt. Und ich habe keine extra Axt gecraftet mehr. Ich Idiot. Den Block nehme ich auch nochmal mit. Ach, hier ist ja Gras. So, ein bisschen Wolle noch klauen. Hier fliegen noch wieder ordentlich Setzlinge raus, die ich natürlich auch wieder schön mitnehme. Können wir ja gut gebrauchen. Und ja, was wollte ich denn jetzt? Jetzt haben wir... Ich versuche uns jetzt hier mal den Unterschlupf reinzubauen. Das war ja nicht hier, das war irgendwo dahin. Kuh, wie für uns gemacht. Wie für uns gemacht. Läuft hier einfach eine Kuh rum, wo ich einen Unterschlupf bauen möchte. Da könnte man noch so Glas irgendwie bauen und sowas. Nee, weißt du, den Unterschlupf, den baue ich in einer anderen Aufnahmesession, aber ich habe da eigentlich voll Lust gerade drauf, aber... Aber nee. Oh. Ach, das ist eine Fackel. Aber nee, ganz ehrlich, aber nee. Achso, was mache ich denn hier? Ich könnte hier eigentlich mal trotzdem rein. Ja, wartet ab, ich mache das in einer anderen Folge, in einer anderen Session, Aufnahmesession. Eigentlich möchte ich das gerade machen, aber... Weißt du...